Wie du eine Präsentation mit Audiokommentaren unterlegen kannst, ohne selbst zu sprechen, möchte ich in diesem Video kurz vorstellen. Verwendet wird dafür die Text-zu-Sprache-Funktion, die in VideoVision 2024 und in StageS 2024 zu finden ist. Ich bin hier in VideoVision und hier sind Bilder zu sehen, zu denen beim Abspielen eine Erläuterung zu hören sein soll. Du kannst hier direkt im Programm Sound aufnehmen, aber vielleicht hast du kein Mikrofon oder magst dir einfach nicht selbst zuhören. Dann kannst du andere für dich sprechen lassen. Mit der Text-zu-Sprache-Funktion oder auch Text-to-Speech-Funktion, die jetzt direkt in VideoVision und Stages zu finden ist, gibt man seinen Text ein, eine künstliche Stimme liest dann vor. Zur Auswahl stehen die Stimmen, die direkt in eurem Windows zu finden sind. Je nach gewählter Stimme klingt das Gesprochene dann mehr oder weniger natürlich. Ich zeige euch die Stelle, wo ihr die Sprachen findet und wo ihr auch Sprachen hinzufügen könnt. Geht einmal in die Systemeinstellungen eures Rechners und gebt hier in die Suche am besten einmal Stimmen ein. Dann kommt ihr direkt an die richtige Stelle und hier seht ihr jetzt, welche Stimmen vorhanden sind. Könnt ihr euch auch anhören. Sie haben Microsoft Katja als Standardstimme ausgewählt. Und ihr könnt auch Stimmen hinzufügen. Wenn ihr zum Beispiel in einem Urlaubsland wart und die Sehenswürdigkeiten mit dem Originalnamen aussprechen möchtet, könnte man die Stimme hinzufügen und sich das dann in der jeweiligen Ländersprache aussprechen lassen. Soweit dazu. Zurück zum Programm. Ich brauche nun nur meinen Text hier in dieses Textfeld eingeben. Und dann kann ich auch schon eine Vorschau hören mit der eingestellten Stimme. Berlin. Stadt der Gegensätze. Ich kann es mir dann auch nochmal von einer anderen Stimme vorlesen lassen. Berlin. Stadt der Gegensätze. Und wenn ich zufrieden bin, drücke ich OK. Und das eben Gehörte wird mir direkt als Sounddatei, als Soundobjekt hier eingefügt. Und ich kann es passend zu meinen Bildern platzieren. Berlin. Stadt der Gegensätze. Und das war's eigentlich schon. Ihr könnt beliebig viele Sounds so erstellen und einfügen. Also Objekt einfügen, dann den zu sprechenden Text einfügen, prüfen, ob es gut klingt. Der Berliner Fernsehturm ist mit 368 Metern das höchste Bauwerk in Deutschland. Manchmal kann man auch nochmal ein paar Satzzeichen verändern oder Wörter anders schreiben, damit sie korrekt ausgesprochen werden. Das geht wirklich richtig schnell. Ihr erhaltet dann jeweils eine Wave-Datei, die direkt auf eurem Rechner gespeichert wird und immer wieder verwendet werden kann. Ich generiere hier noch einmal Text in Sprache. Und die so eingefügten Sounds können natürlich auch geschnitten werden, wie andere Soundobjekte auch. Gleich daneben das Rote Rathaus. Vor dem Rathaus sprudelt lustig der Neptunbrunnen. Ich mache jetzt zum Beispiel hier mal einen Schnitt zwischen den zwei Sätzen und kann die so frei in der Timeline platzieren. Sollte euch hinterher mal ein Fehler auffallen, könnt ihr ein solches Objekt auch nachträglich nochmal bearbeiten per Rechtsklick. Ihr könnt dann den Text ändern und die geänderte Sounddatei dann nochmal speichern. Dann noch zwei Tipps. Und zwar weiß man manchmal nicht, wie lange der Tonkommentar wird und vielleicht ist das Bild dann einfach zu kurz. Ich habe jetzt hier zum Beispiel diesen Sound, der knapp 7 Sekunden lang ist. Mein Bild mit Kameraschwenk geht aber nur 5 Sekunden. Ich könnte nun manuell die Anzeigedauer des Bildes erhöhen und auch den Kameraschwenk ändern. Oder ich mache es mir etwas einfacher und nutze das intelligente Skalieren. Also ich will mein Bild auf die Dauer des Sounds bringen, klicke auf Intelligent Skalieren und sage, erhöhe die Dauer auf 7 Sekunden und passe auch den Kameraschwenk entsprechend an. Anzeigedauer und Kameraschwenk sind jetzt auf 7 Sekunden gesetzt und damit sind Bild und Kameraschwenk genauso lange zu sehen, wie der Sound zu hören ist. Gleich daneben das Rote Rathaus. Vor dem Rathaus sprudelt lustig der Neptunbrunnen. Er ist ein beliebter Treffpunkt im Sommer. Und noch als zweiter Tipp,
Es gibt noch eine weitere neue Funktion in Version 2024, und zwar könnt ihr auch die Geschwindigkeit von Sounds jetzt verändern. Man könnte so einen Sound also schneller abspielen lassen. Ich erhöhe die Geschwindigkeit hier einmal deutlich. Vor dem Rathaus sprudelt lustig der Neptunbrunnen. Er ist ein beliebter Treffpunkt im Sommer. Da kann man also so eine Art Mickey-Maus-Effekt erzielen. Vielleicht könnt ihr das an irgendeiner Stelle mal verwenden. Besser geeignet sind natürlich feinere Werte. Ich zeige gleich nochmal das fertige Beispiel und vielleicht kannst du in den Kommentaren mal schreiben, ob du solche Text-to-Speech-Lösungen nutzt oder deine Diashows und Videos lieber selbst vertonst. Und wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Danke! Berlin. Stadt der Gegensätze. Der Berliner Fernsehturm ist mit 368 Metern das höchste Bauwerk in Deutschland. Gleich daneben, das Rote Rathaus. Vor dem Rathaus sprudelt lustig der Neptunbrunnen. Er ist ein beliebter Treffpunkt im Sommer. Aber auch abseits der üblichen Sehenswürdigkeiten lässt sich allerhand entdecken.